Moin liebe Tech-Nerds und willkommen back zu einem neuen Video. Ach, der Paketmann war mal wieder fleißig und hat ordentlich was vorbeigebracht. Und zwar nicht eins, nicht zwei, nicht drei, sondern vier Pakete. Beziehungsweise ein Paket, wo vier Sachen drin sind. So sieht das Ganze aus. Oh Gott. Also das alles hat er vorbeigebracht. Hi, könnt ihr mich sehen? Hallo. Also so viel dazu. Das ist eine ganze Menge Gear von Fnatic. Fnatic kennen die meisten wahrscheinlich aus dem E-Sports-Bereich, hier Dota, LoL und CSGO. Die haben aber auch einen eigenen Shop und verkaufen Gear, also Peripherie und halt auch Klamotten und solche Sachen. Und in dem Zuge haben die mir ordentlich mal was rübergeschickt, dass wir uns das mal in Ruhe anschauen können, was die denn da so haben. Geschickt haben die mir eine Tastatur, eine Maus, ein Headset und ein Mauspad. Wir starten aber jetzt mit der Flick G1. Die Flick G1 ist einfach eine Gaming-Maus. Sie hat keine krassen Features oder Gadgets. Sie funktioniert halt einfach so. Und genau darauf kommt es an, denn Fnatic selber setzt ja auch darauf, im E-Sports-Bereich das einzusetzen. Dementsprechend, da geht es gar nicht darum, extrem viele Funktionen zu haben, sondern die Standardfunktionen einfach zu bieten, die wirklich zuverlässig funktionieren. Der verbaute Sensor der Maus ist der Pixa 3310. Die Maus selber wiegt 90 Gramm. Nicht extrem schwer, lässt sich aber gut und schnell hin und her bewegen. Einstellbar ist die Maus bis zu 5000 CPI. Moment, hat er gerade CPI gesagt? Ja, ich weiß. Normalerweise werden Mäuse immer, beziehungsweise die Auflösung in DPI angegeben. Aber in dem Fall ist es CPI und das heißt Counts per Inch, wenn ich richtig informiert bin. Müsst ihr mal googeln nach, da gibt es ein paar Informationen zu. Die Abfragerate bei der Maus liegt bei 1000 Hertz, sozusagen die Pollingrate. Außerdem verfügt die Flick G1 über 256 KB Onboard Memory. Das ist dafür da, um die drei Profile zu speichern, um die LED-Einstellung zu speichern oder auch die DPI-Einstellung zu speichern. Anschluss ist ein USB 2.0-Anschluss und damit haben wir auch eigentlich alles Wichtige gesagt. Die Größe der Maus ist für meine Hände genau richtig. Ich habe jetzt nicht die riesengroßen Pranken, aber ganz so klein sind die Hände auch nicht. Dementsprechend brauche ich Mäuse, die einen etwas größeren Body haben und das ist hier gegeben und dementsprechend passt sich das Ganze tatsächlich sehr gut an meine Hand an. Wie das bei euch ist, das müsst ihr selber ausprobieren, aber wenn ihr größere Hände habt und gerne große Mäuse habt, dann seid ihr damit auf jeden Fall richtig beraten. Die Flick G1 ist übrigens für 39,99 € erhältlich. Und nicht zu vergessen, das Focus G1 in der XL-Variante, das ist das Mauspad, was sie mir mitgeschickt haben. Das Mauspad ist sehr dünn, hat aber eine gute Oberfläche, wo man mit der Maus sehr, sehr gut drüber gleiten kann. Die nennen das Non-Slip Grip. Außerdem steht auf der Verpackung, dass es eine Pro-Grade Tracking Surface ist. Vermutlicherweise bedeutet das einfach nur, dass das gut für die Maus zum Erfassen des Untergrunds ist. Habe ich probiert, funktioniert auch super. Aber auf jeden Fall, das ist das Focus G1 XL. Verfügbar für 9,99 €. Als nächstes haben wir das Rush G1 Silent Keyboard. Sieht man nicht so viel, aber in einer Aufnahme sieht man das auf jeden Fall besser. Das Rush G1 Silent Keyboard ist eine mechanische Gaming-Tastatur, ausgestattet in meinem Fall mit Cherry MX Red Silent Switches. Silent bedeutet leise und das ist die Tastatur tatsächlich. Hier habt ihr mal ein Sample. Im Gegenzug zu einer normalen Cherry MX-Tastatur ist das schon extrem leise. Und es ist tatsächlich auch sehr angenehm, darauf zu schreiben. Ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von diesen Red Switches, weil man einfach null Widerstand hat, aber dadurch, dass das jetzt Silent Switches sind, habe ich das Gefühl, dass die Haptik dort einfach ein bisschen besser ist. Eine Handballenauflage ist dabei bei der Tastatur, allerdings ist die Befestigung ein wenig merkwürdig. Man muss erstmal zwei Clips an der Tastatur befestigen und dort kann man dann die Handballenauflage dran machen. Finde ich irgendwie ein bisschen uncool gelöst. Hätte man vielleicht irgendwie integrieren können, dass man die einfach nur so wegklappen kann, die Clips in der Tastatur. Aber hey, ich bin kein Engineer, also die werden es schon wissen. Die Tastatur ist ausgestattet mit LED-Beleuchtung, allerdings leider keine RGB-LED-Beleuchtung, sondern in Anführungszeichen nur roter Beleuchtung. Also für den RGB-Enthusiasten ist hier nicht viel zu holen, aber hey, es leuchtet immerhin. Leute, haltet euch fest. Jetzt kommt mein Killer-Feature für diese Tastatur, was ich wirklich extrem appreciate. Es ist nämlich ein USB-Hub auf der Rückseite eingebaut. Beziehungsweise es sind zwei USB 2.0-Ports auf der Rückseite für eine Maus, für einen Mausempfänger oder für einen USB-Stick, wo man kleine Daten übertragen will. Das sind so die kleinen Gimmicks, die einem das Leben einfacher machen. Liebe Hersteller, bitte mehr von sowas. Kann ja wohl nicht schaden, in jede Tastatur einen USB-Port einzubauen als Pass-Through, dass man einen kleinen Hub hat. Ist doch mega. Die Tastatur kostet übrigens 89,99 €. Okay, kommen wir zum letzten Teil und zwar zum Headset, zum Dual TMA 2. Das gute Stück ist in Zusammenarbeit mit, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, vielleicht einfach nur III oder III, auf jeden Fall mit denen gemeinsam entstanden. Hier oben sieht man das. Na, hier Fnatic Gear, hier III oder III.
Eieiei, keine Ahnung. Wenn ihr das Headset kauft, bekommt ihr in dieser Box alle Teile, die notwendig sind, um dieses Headset zusammenzusetzen, aber halt modular, also einzeln. Da gibt es einmal das Headband, sagen wir mal die Basis, wo alles dran angeschlossen wird. Dann gibt es die Speaker Unit, also die Lautsprecher, das sind zwei Stück, klar, links und rechts. Dann einmal On-Ear-Pads, also welche, die auf den Ohren liegen. Dann gibt es auch Over-Ear-Pads, bin ich immer ein großer Fan von, welche, die die Ohren umschließen. Dann gibt es dazu natürlich ein Kabel mit einem Mikrofon integriert. Und es gibt ein Kabel dazu, wo eine Fernbedienung dran ist, wenn man das Ganze für Smartphones oder einfach nur so zur Musik hören nutzen möchte. Und ein Mic-Splitter ist auch noch mit dabei. Das Ganze zusammenbauen geht relativ fix. Es dauert insgesamt vielleicht ja, 1-2 Minuten, wenn man da fix unterwegs ist. Und funktioniert dann auch tatsächlich gleich sofort. Das ist ziemlich cool. Die Kopfhörer selber sind ein bisschen basslastiger als, nehmen wir mal zum Beispiel das Cloud 2 von HyperX. Ist aber auch immer eine Geschmacksfrage. Ich zum Beispiel stehe total auf basslastige Dinge. Ich höre gerne Hip-Hop und Rap und auch ein bisschen Elektro und sowas. Und das ist geil, wenn es richtig reinknallt. Das ist auf jeden Fall bei dem Dual TMA2 gegeben. Ist aber immer, wie gesagt, geschmacksabhängig. Wenn es zum Beispiel draußen mal extrem warm sein sollte, kann man die Over-Ear-Pads einfach austauschen gegen die On-Ear-Pads. Dann ist es nicht mehr ganz so heiß und man schwitzt nicht darunter und so. Ist auch eine coole Geschichte. Vor allen Dingen lässt es sich relativ einfach machen. Hier habt ihr nochmal ein Sample mit dem Mikrofon am Headset aufgenommen. Dies ist ein Mikrofontest mit dem Dual TMA2. Hallo, hallo, 1, 2. Tschüssi! Damit sollte man jetzt vielleicht kein Fußballspiel kommentieren, aber zum Zocken würde es auf jeden Fall ausreichen. Das Headset kostet 149,99 €. Ich gebe zu, das ist nicht ganz günstig. Aber durch diese Modularität ist es schon wieder so, dass ich sage, es lohnt sich vielleicht, weil, ich meine, überlegt mal, ihr wollt jetzt ein Headset vielleicht kaufen, aber habt nicht zwingend Lust, eins zu kaufen für draußen zum Musik hören und eins für euren Rechner, sondern ihr könnt damit beides abdecken, weil ihr halt diese, durch die Modularität einfach das Ganze umbauen könnt. Zum Beispiel mit diesem Mikrofonkabel zu dem normalen Kabel, von den Over-Ear-Pads zu den On-Ear-Pads. Das ist schon extrem interessant, aber wie gesagt, halt nicht ganz so günstig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Fragen zu den ganzen Dingen habt, schreibt in die Kommentare. Einen Link in der Beschreibung gibt es auch. Wenn ihr irgendwie sagt, hey Max, schau dir das mal an oder mal dieses Produkt oder was auch immer, dann schreibt auch in die Kommentare. Wir können da gerne mal gucken, ob wir nicht in Zukunft noch mehr Abwechslung hier reinbringen. Dann würde ich mich extrem darüber freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und bis dahin, Leute, schönen Tag. Ciao.